Okay, es ging hier lang, ne? Die Eule geht weg. Wo kommen wir raus? Wo die Eule wohnt, wo keine Eule wohnt, also rechts rum. Was macht der Ratzinger hier? Macht doch keinen Sinn. Ich dachte, der wohnt hier nicht. Haben wir den gefressen? Ich glaube schon, ne? Ich tue es aber nochmal. Weil es nötig. Weil ich das doch dann nicht gemacht habe und ich mich einfach nur falsch erinnere. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn gefressen haben. Ne, der ist vorher gestorben, ne? Muss schwächer werden, Mampf, wahrscheinlich. Ungenießbar, Mampf. Okay, so. Wahrscheinlich haben wir ihn schon gefressen, ich weiß es nicht mehr. So, Kleinigkeiten merke ich mir nicht so richtig. Also Kleinigkeiten. So Kleinigkeit würde ich es jetzt auch nicht nennen wollen. Hier, wir sind da angekommen, wo wir hin wollten. Oh, ist das am Ruckel. Wieso ruckelt das denn so komisch? Wahrscheinlich, weil da ein Video abgespielt wird. Und das nur in 15 FPS läuft oder so ein Quatsch. Dorf der Schwarzmagier. Das Beste an dem Spiel oder an dem Ort hier. Die Musik. Ah, meh. 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 Hä? Was habt ihr denn? Menschen! Wartet doch! Hast du die gesehen? Ich glaube schon. Sie haben gesprochen. Hast du gehört, wie sie gesprochen haben? Gibt das noch Leute wie mich? Und weg ist er. Warum existiert in so einem fast ausgestorbenen Wald ein Dorf wie dieses? Keine Ahnung. Wo ist Vivi hin? Ich glaube, er ist dorthin, aber... Hey, jetzt warte doch! Andere Treffer, andere Spezialität, Mampf! Und weg. Herzlichen Glühschrumpf, dafür hat man Freunde. Aufruhr, goldene Nase des Meisters, Alltag und Außergewöhnliches. Aufruhr. Menschen! Vivi! Was hat das nur mit diesem Dorf auf sich? Diese Musik, ey, die ist so wunderherrlich. Eins meiner Lieblingsstücke aus dem Spiel. Moin! Willkommen! Huch! Was mag ich Nummer 239? Was kann ich für euch tun? Erstmal Waffen verkaufen. Okay, Feuerstock. Sternrute. Ogerstock mit Trilgabel haben wir auch was Besseres, glaube ich. Oder die haben wir gerade. Ja, die haben wir gerade angelegt. Lederarmreif, Kristallarmreif. Ja, das mit Trilarmreif ist besser. Also im Angriff. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja Verteidigung haben. Lederhut, Federhut. Und wieder Hüte, Lamias, Tiara. Na, kaufen wir mal. Auch wenn ich einen schon so eine habe. Und kaufen wir dann nochmal drei Zweckwesten. Kann ich nicht anlegen, weil keiner in meinem Team ist. In meiner Gruppe. Dieses einzelne Wort. Ist also der mit den Menschen in diesem Dorf kam. Er ist es also, der mit den Menschen in dieses Dorf kam. Mach dir keine Sorgen, er hat die gleichen Augen wie wir. Er ist genauso erwacht und einer von uns. Ja, Dankeschön.
Wer sind diese Leute hier? Sie sind alle hierher geflohen aus Alexandria oder aus Frachtschiffen. Und so weit? Ja, um uns vor den Menschen zu verstecken, sind wir über das Meer geflohen und haben nach einem friedlichen Ort gesucht. Ich verstehe. Und was ist das hier für ein Ort? Das hier ist ein Ort, wie heißt so ein Ort nochmal? Der Ort hier ist ein Friedhof. Ach ja, genau, ein Friedhof. Ein Friedhof? Dass das hier unter der Erde sind. Ja, hier sind unsere Freunde begraben, die einfach stehen geblieben sind. Stehen geblieben? Aber wieso? Weil ich und Nummer 36 sind zusammen bis hierher geflohen. Wir haben hier ein Dorf gebaut und es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Und dann ist Nummer 36 eines Tages einfach stehen geblieben. Er hat sich ein bisschen mehr bewegt. Ein Freund von mir, der viel weiß, erzählte mir, dass das bedeutet zu sterben. Und wenn man stirbt, muss man sich unter der Erde verstecken. Ich verstehe nur nicht, warum Nummer 36 sich dort unten verstecken muss. Aber irgendwann kommt er doch wieder aus der Erde, nicht wahr? Dann können wir wieder zusammen spielen. Wie ist er denn einfach stehen geblieben? War er vielleicht krank oder verwundet? Sag doch, was ist denn passiert? Weil... Jetzt kommt ein bisschen harter Tobak, also... Es geht um Sterben. Das ist auch, noch mehr Briefe können wir nicht in Verwahrung nehmen. Wir Verwahrung genommen werden, Kupo. Nein, ich werfe keine Briefe weg. Dann schade, Kubo. Kann ich dir nicht einen geben? Speichern. Schade, dass ich den Brief nicht geben kann. Oder nehmen kann, besser gesagt. Das ist ja auch ein großer Teil des Spieles, oder ein... Nee, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Nee. Aber es ist ein großer Teil des Spiels, dass es um Sterben geht. Eindringlinge und Besucher. Verzeiht! Was ist das hier für ein Dorf? Was wollt ihr hier? Das ist unser Dorf. Genau. Es war doch bestimmt der Kleine, der euch hierher geführt hat. So macht ihr Menschen es immer. Immer nutzt ihr uns aus. Meint ihr Vivi? Ich verstehe das falsch. Es ist das erste Mal, dass wir außer Vivi Schwarzmagier treffen, die einen eigenen Willen besitzen. Außerdem sind wir gekommen, um den Mann aufzuhalten, der euch für seine dunklen Machenschaften missbraucht hat. Ist das auch wahr? Lass dich nicht in die Irre führen. Glaub ihnen nicht, Menschen lügen immer. Nein, es ist die Wahrheit. Ich möchte ebenso wie ihr, dass mir diesen Grausamkeiten in den Schuss ist. Ah, sieh dann, auf dem Weg die geheimliche der Schmächen zu ergründen. Das ist unser Eid, das werdet ihr nicht bekommen. Du gehörst doch zu dem Oder, schaff den doch mal hier weg. Ah, sieh dann. Ah, okay. Okay. Warte, konnte ich da was machen? Dieser Kraut, cool. Wahrscheinlich haben wir jetzt das Active Time Event verpasst von Quina, weil ich da hingegangen bin. Naja, aber dann macht erstmal nichts. Hier ist die Pension, aber es ist noch zu früh zum Schlafen. Ich will mit ihm hier reden. Okay, dann nicht. Diago. Das ist, glaube ich, eine Stellatio. Oder was? Stellatia? Stracciatella? Diago. Ja, Stellatia. Seid herzlich willkommen, was kann ich für euch tun? Kaufen, verkaufen.
Ah, hier kann man Heal Potions endlich kaufen, gut. Ether immer noch nicht, aber wenigstens Heal Potions. Heilmittel, da habe ich nicht die Kohle für. Wie viel könnte ich denn kaufen? 50. Das ist mir ein bisschen zu viel erstmal. Sagen wir erstmal 20, dann haben wir 30. Wir sind hier nur einmal drumherum gelaufen, ja genau. Damit wir bloß keinen Bildschirm verpassen. Sieh dann! Was ist hier los, Lady? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, aus welchem Grund wir hier sind. Im Grund? Ja genau, weshalb sind wir eigentlich hier? Sieh dann! War doch nur ein kleiner Scherz, immer schön locker bleiben. Er war aber fehl am Platz, jetzt wo ich fast ihr Vertrauen gewonnen hätte. Ein Scherz? Muss man sich davor fürchten? Ach was, ein Scherz ist etwas sehr Lustiges und Spaßiges, oder Lily? Ihr scheint ja eigentlich gar nicht so böse zu sein. Aber ihr kämpft gegen die Bösen, stimmt's? Ihr habt es erfasst. Wo ist eigentlich Vivi? Keine Ahnung, ich suche ihn auch, weil es nirgends zu finden. Auch mich hat ihn diese ganze Situation nicht so sehr mitgenommen. Mach mir Sorgen, ich werde ihn suchen gehen. Hey, Lily! Na toll. Erstmal die Leiter hoch, oder auch nicht? Erstmal das hier nehmen. Danke, ich bin freundlich unterwegs, deswegen klaue ich euer Geld. Ah, Leiter. Da. Die habe ich fast nicht gesehen, die Truhe. Und auch das Ausrufezeichen nicht. Kann ich nicht hier rein? Ich dachte, ich könnte hier irgendwo noch mehr abkassieren. Aber anscheinend war es nur die eine Truhe, die nicht mal viel drin hatte. Willkommen zum hämmernden Schwarzmagier. Detonator, was fehlt mir denn? Ein Sinnquäler. Dann machen wir erstmal die Runenklinge. Ja, machen wir ein Kristallschild. Barriere haben wir schon. Kraftgürtel können wir nicht machen. Da fällt mir das Kettenhemd für. Mal dein Schild. Ja, gerne. Ohrringe haben wir schon. Multistab, Uriel, Reflektring, Fußkette. Wo krieg ich denn eine Fußkette her? Also erstmal muss ich für den Detonator noch einen Quäler und einen Mithrildolch kaufen. Das ist nicht der Händler für Waffen. Ein Silenquida und ein Mithrildolch. Silenquidea. Ich spreche das immer so komisch aus. Okay, dann einen hiervon, dann einen davon. Was brauchte ich noch? Eine Sternrute? Glaub schon. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das eine Sternroute war oder nicht. Dann den Detonator. Halstuch brauche ich nicht unbedingt, weil wir eins schon haben. Ja, den kann ich nicht. Und das Kettenhemd. Sternroute. Da habe ich aber nicht das Geld für gerade. Dann verkaufen ist auch doof, weil wenn ich mal Sachen brauche, ich hätte mir die... Wir kriegen wahrscheinlich noch Geld im Laufe der Zeit. Hey Vivi! Was ist hier nur los? Ich weiß nicht, wo er ist. Wir versuchen mal, ihn hinterher zu laufen. Der hier drin? Im Inn vielleicht? Da ist er ja. Wie, was ist los? Ach, sieh dann. Es ist nichts. Ist was vorgefallen? Die Schwarzmagier aus dem Dorf scheinen ja alles schwer in Ordnung zu sein. Deswegen sage ich doch, es ist nichts. Mampf nochmal, ich habe Hunger, Mampf.
Die Dorfbewohner haben auch gar nichts Gescheites zu essen, Mampf. Wie, da bist du ja. Hast du gesteckt? Du siehst ja so... Bist nur ein bisschen erschöpft, nicht wahr, Vivi? Ja, ein wenig. Ja, es war ein anstrengender Tag, die ganze Zeit nur gelaufen. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Ich muss noch in den Wald, Mampf. Dort gibt es bestimmt etwas zu essen, Mampf. Was machst du sie dann? Ich bin noch fit wie eine Galosche. Ich bin noch nicht so müde. Ich wollte noch hier hingehen, zu den beiden. Ob es wohl unter der Erde kalt ist? Kommt es eigentlich, dass ihr alle sprechen könnt? Wir sind plötzlich erwacht. Jeder aus einem anderen Grund, aber... Erwacht? Wie denn erwacht? Kannst du dich an deine eigene Geburt erinnern? Nein, überhaupt nicht. Dasselbe ist auch bei uns der Fall, aber auf einmal waren wir erwacht. Nur als ich erwachte, lag ein toter Mensch neben mir, der mit Blut überströmt war. Ich habe das damals nicht verstanden, aber ich zitterte am ganzen Leib und bekam Angst. Und ich bin einfach losgerannt, so schnell ich konnte. Um mich herum standen viele, die das Gleiche durchgemacht hatten, und so entschlossen wir uns zu fliehen. Auf unserer Flucht konnten wir einiges an Informationen sammeln und erfuhren von diesem Dorf hier. So war das also. Es ist halt sehr viele von uns einfach stehen geblieben, meistens die Älteren, die früher gebaut wurden. Ich glaube, unsere Betriebszeit ist von vornherein... Bis wohl unter der Erde kalt ist? Meine Güte, ey. Da kann man die geile Mucke gar nicht genießen, wenn die ganze Zeit von Tod und so reden. Was auch ein nettes Detail ist hier, die Brücke, die bewegt sich, weil sie auf Fässern drauf ist, auf dem Wasser. Das hätten sie nicht machen müssen, aber haben sie gemacht, weil deshalb. Das Gerät spielt angeblich Musik, aber ich habe gehört, wenn man Musik hört, werden alle glücklich und fangen an zu tanzen. Aber was ist dann Musik? Kann ich dir helfen? Nein. Ach so, dann das nächste Mal. Bist du auch scharf oder noch nicht? Ich bin noch nicht so müde. Ich rede jetzt mal nochmal mit Vivi. Ach kacke, ja wir wollten uns eine Weile hinhauen. Sollten, nicht wollten. Sieh dann, Vivi hat sich gerade rausgeschlichen, sollten wir nicht. Hey, der Junge hat das dazugelernt, er nimmt bestimmt Rücksicht auf uns. Sieh dann. Mach dir keine Sorgen, aber folgt nur seinem Herzen. Du weißt schon, was er tut. Überleg doch mal. Sein ganzes Leben hat er noch nie Leute seinesgleichen getroffen, die dann auch noch so sprechen konnten. Was ist, wenn er von seinen eigenen Leuten... beschimpft oder verletzt wird. Solchen Sorgen wird man nie irgendwelche Freunde gewinnen. Außerdem kann man so jemanden gar nicht seinen Freund nennen. Und vielleicht findet er endlich einen Ort, an den er zurückkehren kann, eine Heimat. Eine Heimat. Sag mal, sieh dann dieser Ort, an dem man zurückkehren kann. Was ist los, Lili? Kannst du nicht schlafen? Soll ich dir vielleicht eine gute Nachtgeschichte erzählen? Es war einmal vor langer, langer Zeit. Jetzt schweifst du schon wieder vom Thema ab. Ein Junge, der nicht wusste, wo er geboren wurde. Und nicht wusste, wo seine Heimat war. Du sieh dann... Im Kindesalter war es sein Traum, hier irgendwann einmal seine Heimat zu finden. Nur aus seiner Geburt lebt einzig und allein in seiner Erinnerung. Aber warum? Er wollte es einfach nur wissen, wer seine Eltern sind, das Haus, in dem er geboren wurde. Einfach ein wenig sich selbst kennenlernen. Und dann, eines Tages verließ er
den Mann, der ihn großgezogen hatte. Der Junge begab sich auf die Reise, um seine Heimat zu suchen. Man sieht den Anhaltspunkt in seinen Erinnerungen folgend einen blauen Leuchten. Blaues Leuchten? Die einzige Erinnerung, die der Junge an seine Heimat hatte. Vielleicht ist es das blaue weite Meer? Und hat er seine Heimat gefunden? Langsam nur nicht überstürzen. Was muss immer schon der Reihe nach gehen? Aber was soll's, letztendlich hat er seine Heimat nicht gefunden. Kein Wunder, oder? Sein einziger Anhaltspunkt war ein blaues Leuchten. Und so kehrte der Junge zu dem Mann zurück, der ihn aufgezogen hatte. Was glaubst du, was dieser Mann tat? Er war erleichtert und schloss ihn in seine Arme? Pustekuchen. Dieser Mann nahm den Jungen und schlug ihn windelweich. Zack, krach, kaboom, Schepper. Wieso? Keine Ahnung. Aber noch eine viel größere Überraschung war das, was danach kam. Nach der Trachtprügel fing dieser Mann an zu lachen. Kannst du das glauben? Direkt nachdem er den Jungen verprügelt hatte, was er das Gesicht des lachenden Mannes sah, wusste der Junge plötzlich, dass er den Ort gefunden hatte, an den er immer wieder zurückkehren konnte. Dieser Junge sucht immer noch nach seiner Heimat, aber er weiß auch, dass es für ihn einen Ort gibt, an den er immer wieder zurückkehren kann. Und deswegen weiß er, dass Vivi auch einen Ort sucht, an dem er immer wieder zurückkehren kann. Und Vivi womöglich in diesem Dorf bleiben will. Tja, das bleibt einzig und allein Vivi überlassen. Ach, du bist es wieder. Ich wollte dich etwas fragen. Was gibt es? Ich wollte fragen, wie viele schon stehen geblieben sind. Du musst nicht unsere Worte benutzen. Du scheinst die Bedeutung und den Unterschied zwischen stehen bleiben und sterben zu kennen. Unsere Freunde sind nicht nur einfach stehen geblieben, sondern gestorben. Ich wollte nicht. Also, es sind mittlerweile insgesamt 7, die stehen geblieben sind. Ich denke, unsere Zeit ist vorher bestimmt. Als der erste von uns stehen blieb, kam mir dieser Verdacht. Es scheint gewisse Unterschiede zu geben, aber ungefähr ein Jahr nach unserer Herstellung bleiben wir stehen. Nein, das kann nicht. Die anderen wissen es nicht. Denn wenn sie es wüssten, würden sie das gleiche Gefühl plagen wie mich. Gleichen Gefühle? Das gleiche Gefühl? Ich glaube, es ist Angst, das Gefühl nicht stehen bleiben zu wollen, einfach wegzurennen und alles vergessen. Aber trotzdem bin ich irgendwie glücklich, hier in diesem Dorf mit allen zusammenzuleben. Ich habe Angst, wirklich große Angst, aber die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, bereitet mir Freude. Ist es bei dir denn nicht genauso, mit deinen Freunden auf Reisen zu sein? Hast du dann nicht das Gefühl, die Bedeutung des Lebens zu erfahren? Wirklich? Ja, ich denke schon, dass sie irgendwo da liegen sollte. Danke. Was gibt's hier? Die Sonne anscheinend wurde im Nordwesten des Kontinents ein silberner Drache gesehen. Die Ohrklinge von Kundeya Pata erzählten uns von einer heiligen Stätte, deren Eingang verschlossen sei. Ich glaube, Kuja hat einmal von einem Geheimnis über diesen Kontinent geredet. Bist du dir sicher? Irgendwas über die Quelle des Nebels. Dort finden wir ganz sicher einen Hinweis. Dann kann ich vielleicht auch Mutter... Ja, genau. Wo ist eigentlich Vivi? Was machen wir, wenn Vivi hier bleiben möchte? Wartet! Vivi? Die Leute aus dem Dorf haben mich gebeten, noch mehr von der Welt zu sehen, um ihnen später davon zu erzählen. Gut. Mist, jetzt wo ich dachte, nicht mit Lily allein sein zu können. Was redet ihr da, Mampf? In diesem Dorf werde ich vor Hunger sterben, Mampf. Schält ihr schon die Rakadi über mir kreischen? Wahrscheinlich sind das sowas wie Geier. Ach ja, dich gibt's ja auch noch. Gut, dann lass uns aufbrechen. Nach Kundeya Pata und zu dieser heiligen Stätte. Erstmal rüsten wir alle aus. Mutti starb. Okay, da haben wir nichts Besseres. Beziehungsweise doch. Die Sternroute. Ja, die Stärke ist ja eigentlich Wurst.
Deswegen nehme ich die Tiara. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir bleiben erstmal beim Seidenkleid. Marie, haben wir da irgendwie was Besseres? Ja, das Madain-Schild. Thermometer. Die hat ja was abgelegt. Ich weiß gerade nicht mehr was, aber ich wollte nur gucken, ob wir das vielleicht anlegen können, als sie dann. Als Verquiste Adrenalin. Ja, ich würde die Goldschale nehmen wollen, ne? Die ist gar nicht mal so verkehrt. Obwohl der Zauberreflex geht ganz schön in den Keller. Magierkutte. In MP plus 10. Ja, okay, dann warten wir, was die Allzweckweste anziehen kann. Okay, ich gehe nochmal zu den Chocobo. Wann es wohl schlüpft, ich umarme es manchmal und wärme es. Wir müssen dann den geschlüpften Küken einen Namen geben. Dass sie sich alle mit Nummern bezeichnen. Das Häuschen haben wir ja nur für den Chocobo gebaut. Ist doch richtig edel, oder? Ein Brief von Stilskin, Kupo. Wie es ihm wohl geht. Lass ihn uns zusammen lesen, Kupo. Nun, ich habe also so gut wie den gesamten äußeren Kontinent bereist. Als nächstes steht Cornelia Pater auf den Reiseplan, soll recht interessant sein dort. Übrigens, wie war gleich nochmal dieser Gruß bei denen? Ist mir entfallen, schön blöd, denn ohne den traditionellen Begrüßung lassen sie einen nicht rein. Ich glaube, es war Shias oder so ähnlich. Stell's gern, was redest du denn da? Die Begrüßung lautet doch Shiri Kupo. Kupo. Hättest du gerne einen Brief? Ich kann sogar den Brief nicht mehr bekommen, den er mir geben wollte. Toll. Supi. Ich hatte zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich höre jetzt gleich auf. Ich nehme noch ein bisschen auf, damit die Folge ein bisschen länger ist. So der Weg zu Cornelia Pater oder wie das hieß. Zu dem Dorf der Orklinge. Bis dahin gehe ich und dann werde ich erstmal Schluss machen für heute. Muss ja sowieso gleich aufhören, weil ich ja noch zum Arzt muss. Damit damit die Verwirrung aufhört, aber ich wusste nicht, dass Vivi so reinhauen kann. Okay. Bitte kein Kaktor. Oh nein, Hinterhalt, ich hasse das. Nicht rufen, Vita auf alle. Ich finde es komisch, dass jetzt Lilly da ist, wo vorher Vivi war in der Party. Verwirrt mich ein bisschen. Ja,
Aber ich lasse das erstmal so. Warte, wo bin ich? Ah, da ist Kundeya Pata, glaube ich. So hieß das, ne? Den versuchen wir nochmal zu fressen. Hau drauf. Und fressen. Wenn das Video sich jetzt nicht heilt, was es nicht tut, kann ich es fressen vielleicht. Habe ich den schon gefressen? Ich weiß nicht mehr. Ich dachte, ich hätte den nicht gefressen. Aber es ist auch... ist ungenießbar. Mampf. Die Dame hat was gelernt. Was, Nee. Okay, der Kristallschild ist ganz gut für ihn. Da geht der Reflex ein bisschen runter, aber drauf geschissen. Wir haben gerade was ausgezogen an sie dann. Hier, Elfenohrring. Level up und Thermometer, ja, gerne. Weiß jetzt nicht, was wir ihm weggenommen haben, aber... P plus 10. Ja, nimm du mal nicht. Kurz davor zu speichern, weil ich möchte nicht da reingehen. Wie machen wir das mit dem Heilen? Einfach mit Potions, ne? Weil den Zelt will ich jetzt nicht benutzen. Und ich werde wahrscheinlich vergessen, nächstes Mal zu heilen. Also ins Inn zu gehen. Weil ich kenne mich ja. Ich werde es wahrscheinlich vergessen. Die Zeit wollte ich nicht benutzen und ich wollte noch nicht reingehen, weil dann geht die Story, glaube ich, weiter, wenn wir sofort da reingehen. Deswegen warten wir eine Runde bis zur nächsten Folge, zur nächsten Aufnahme und dann gehen wir da rein. Aber auch schon wieder ein Gewinn für mein Verständnis. Ich habe ja diese Aufnahmeblockade in meinem Kopf. Ich will ja irgendwie nicht aufnehmen und wenn, dann nicht lange. Und jetzt habe ich wieder 1,5 Stunden aufgenommen. Ist jetzt nicht zu lang, aber länger als das meiste, was ich aufnehme in letzter Zeit. Ist also für mich ein Plus in meinem Buch. Und dann war es das erstmal so. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Nicht Fußschauen, sondern Zuschauen. Und sage Tschüss, bis demnächst.